Herzlich willkommen zu den 1000 PS Top Awards. Ein ganz neues Format bei 1000 PS. Vielleicht habt ihr schon das ein oder andere Video gesehen, das meine Kollegen moderiert haben, aber ich habe die Ehre. Ich darf mit euch eine wirklich emotionale Kategorie mir heute vornehmen. Die echten Traumgeräte, die Creme de la Creme, das, was bei euch, wie ihr jung wart, im Kinderzimmer als Poster gehangen ist, nämlich die Kategorie Supersport. Geht schon los. Ja, bevor wir uns jetzt direkt reinstürzen in unsere Wertung, vielleicht nochmal kurz das Verfahren, das Prinzip der 1000 PS Top Awards erklärt. Wir haben insgesamt 23 Kategorien uns vorgenommen, in denen abgestimmt wurde. Und von wem wurde abgestimmt? Von einer Expertenjury. Und zwar von 10.000 PS-Gesichtern, die man so kennt. Also das waren sowohl klassische Stammredakteure wie ein Faktenfauli, ein Nasty Nils, ein Horvath. Aber natürlich auch gern gesehene Freelancer, die wirklich oft im Jahr für uns aktiv sind. Der Wolf, die Juliane. Da hat jeder so seine Kompetenzbereiche, da hat jeder so seine Steckenpferdthemen. Und dementsprechend haben wir da, wie gesagt, aus von zehn Seiten geballtes Know-how zusammengesammelt, um hier für euch eine Wertung zu fahren. Jeder konnte die Punkte vergeben von 15 bis 1, wobei nach dem Schulnotenprinzip 1 das Beste war, 15 das Schlechteste. In manchen Kategorien hatten wir natürlich gar keine 15 Fahrzeuge, da waren es dann vielleicht nur 10 oder auch sogar nur mal 8 oder 9. Aber ja, das soweit als Erklärung für euch. Und ich glaube, wir können jetzt langsam aber sicher loslegen. Für mich, diese Supersportler sind halt trotzdem, das möchte ich jetzt noch loswerden, ein bisschen ein emotionales Thema. Es ist halt echt diese Speerspitze, es sind die Technologieträger der Hersteller, es sind die Geräte, mit denen Rennen gefahren werden. Und das ist natürlich wirklich schön, dass es diese Kategorie noch gibt, dass man das auch legal auf der Straße bewegen darf. Und ich hoffe, dass uns diese Kategorie auch noch sehr lange erhalten bleibt. Also manch Hersteller hat ja schon ausgelassen, beispielsweise Suzuki, ja, die bringen leider nichts Neues mehr an deren Supersportfront oder zumindest in der 1000 Kubik-Liga, also bei den echten High-End-Geräten mit 200 PS aufwärts. Und ja, lasst uns gemeinsam auf jeden Fall diese Supersport-Kategorie heute in dieser Sendung nochmal hochheben, lasst uns das feiern und lasst uns gemeinsam jetzt auch, wie angekündigt, einen Blick auf die Wertung werfen. Wir haben untergliedert in drei Hauptkategorien. Das erste sind die günstigen Einsteiger-Supersportler. Also das ist so diese Kategorie 125, sage ich mal, bis 400 Kubikzentimeter. Das, womit man vermutlich beginnt, ja, wenn man gleich vom Fleck weg, wenn man den Führerschein macht, in diese Kategorie einsteigen möchte. Und wir haben aus gutem Grund die 125er und diese 400er Klasse, ich nenne sie jetzt einfach mal so, zusammengezogen, weil natürlich gar nicht so viel Vielfalt in diesen beiden Segmenten herrscht. Und damit man da sinnvoll auf 10 oder mehr Bikes kommen, die zur Auswahl gestanden sind, hier, wie gesagt, diese Mischung. Dann die zweite große Kategorie sind die Supersportler bis 95 PS. Das waren für mich auch so ein bisschen die Alltags-Supersportler, denen man durchaus noch ein bisschen einen praktikablen Nutzen und eine gute Alltagstauglichkeit einfach zuspricht. Und dann als dritte und letzte Kategorie, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, die kommt am Schluss, die High-Performance-Supersportler. Also die echten High-End-Geräte mit 200 PS und mehr, das eben dann unsere drei Kategorien hier heute, die wir jetzt durchsprechen. Stürzen wir uns rein in die günstige Einstiegs-Supersport-Kategorie. Da belegt den 10. Platz die CF Moto 300 SR. Ja, die CF Moto 300 SR, CF Moto im Allgemeinen ein spannender Hersteller, der jetzt gerade auch viel an neuem Material bringt. Die 300er schon ein bisschen länger am Markt. Ich bin sie mal auf der Rennstrecke gefahren, am Pannoniering, kann ich mich erinnern. War für mich wirklich okay, muss man sagen, komfortabel, nicht berauschend in keiner Hinsicht, aber alles im guten Mittelmaß, günstiger Preis für dieses Motorrad. Auf der Rennstrecke natürlich, damals, so ich mich jetzt noch erinnere, war diese Schräglagenfreiheit nicht allzu üppig und so, also eher komfortorientiert, aber trotzdem in dieser Einsteigerkategorie gut aufgehoben, schneidiges Design, gemütliche Fahreigenschaften, verdienter Platz 10.
Weiter geht's mit dem Platz 9 und da kommen wir jetzt rein in diese 125er-Kategorie, in den großen Schwung der 125er-Geräte und hier auf Platz 9 eben die Kawasaki Ninja 125. Wir hatten dieses Jahr einen großen 125er-Testtag auf unserer Supermoto-Strecke hier gleich in der Nähe in Bad Fischau, wo auch diese Kawasaki bewegt worden ist und da muss man sagen, die Kawa hier ein Bike, das auch eher noch auf der komfortableren Seite angesiedelt ist, aber mit scharfer Optik glänzt und in Summe natürlich ein schönes Modell, das Kawasaki für die junge Zielgruppe ansprechend positioniert, für alle, die sich eben rantasten wollen an dieses Supersportthema. Ja. Unser Platz 8 dann, der geht nach Österreich an KTM, an die KTM RC 125, um genau zu sein. Und da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel die Optik wieder großartig. Also KTM hat hier richtig ein scharfes Design gezeichnet, das auch ein bisschen outstanding ist. Und auch die Technologie und die Features, die drinnen stecken in dieser RC 125, sind echt leibend. Und ja, muss man aber auch sagen, trotzdem geht der Fahrkomfort in Ordnung. Also die RC 125, ein verdienter Platz 8. Weiter geht es dann ein bisschen mit sportlicheren Themen. Suzuki G6R 125, unser Platz 7. Die Suzuki, wahnsinnig schlankes, graziles 125er Motorrad, schaut sehr, sehr filigran aus und überzeugt aber auch durch ein sehr intuitives und leichtes Handling. Also es fühlt sich zwischen den Beinen ein bisschen so an wie ein Fahrrad. Und die Optik vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date, also finde da zum Beispiel, dass einige Konkurrenten da ein bisschen wertiger, ein bisschen erwachsener wirken, aber die Suzuki, ein Bike, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, wegen dieser zugänglichen und intuitiven Fahreigenschaft, ein verdienter Platz 7. Auf Platz 6 geht es jetzt wieder ein bisschen sportlicher zur Sache, Aprilia RS 125. Da muss ich mich jetzt zurückerinnern, das ist glaube ich schon relativ lange her, wo ich die zuletzt probiert habe. Aber was mir da in Erinnerung ist, ist ein geiles Design, schneidige Optik, aber natürlich auch ein bisschen aggressivere Sitzposition, ein bisschen aggressivere Ergonomie. Aber die ist mir vor allem optisch echt ins Herz gefallen und da muss ich sagen, ja, RS 125, ein verdienter Platz 6. Auf Platz 5 jetzt wieder eine größere Coupatur, nämlich die CF Moto 450 SR. Ihr erinnert euch, unser Platz 10 war die 300er, die 450er, der Nachfolger, der erst kürzlich vorgestellt wurde, bin ich selbst noch nicht gefahren, aber mein Kollege Philipp war damit erst auf der Rennstrecke unterwegs. Der war nämlich auf dem internationalen Pressetest und der hat relativ begeistert erzählt, dass das wirklich ein toller Fortschritt ist, dass das coole neue Features an Bord hat, gut ausgestattet ist das Fahrzeug in dieser Kategorie. Natürlich ging auch ein bisschen der Preis nach oben, aber die natürlich schon von CF Moto so positioniert, dass sie da ganz vorne mitmischen möchte. In unserer Wertung, in unserem Abstimmungsverfahren hat sie es eben auf Platz 5 geschafft, aber durchaus möglich, dass wir da in Zukunft auch in diesem Segment von CF Moto noch viel hören und sehen und dass da sicherlich auch noch einige Neuheiten schlummern werden. Platz 4, langsam nähern wir uns dem Podest, wieder eine 125er und diesmal die Yamaha YZF R125, also das ist jetzt unsere top-platzierte 125er, wenn man so möchte. Und die bin ich auch bei besagten Testevent in Bad Fischau gefahren und da ist mir noch sehr präsent in Erinnerung, dass Yamaha hier wirklich das sportlichste Paket geboten hat. Das präziseste Fahrverhalten, die straffesten Komponenten. Also das wirklich eine Empfehlung für die Nachwuchsracer, die hier in Sachen Sportlichkeit keine Kompromisse eingehen wollen. Auch der Motor, die Bremse, das war alles für mich so echt top-notch, wie man so schön sagt. Also die auch von mir mit Bestnoten hier bewertet worden und eben auch von anderen Kollegen, die hier der Yamaha ja wirklich hohe Punktezahlen gegeben haben. Und merkt man auch daran, dass sie als 125er zwischen den anderen Kategorien, zwischen größeren Hubräumen, ein bisschen sogar mitmischt und ja mit dem Platz 4 hier sehr, sehr verdient die Lorbeeren für Yamaha einfährt. Auf Platz 3 geht es weiter mit einer Yamaha, allerdings mit mehr Hubraum. Yamaha R3. Unser Platz 3, der Name ist Programm. Und die R3, ja, ich glaube, das Modell kennt man, kennen auch sehr viele Rennsportfreunde. Es gibt einen R3 Cup, der von Yamaha in Deutschland sehr erfolgreich abgehalten wird. Und ja, das ist natürlich schon auch von der Geometrie relativ scharf das Ding. Das heißt, es ist wirklich eine sportliche Sitzhaltung, die man darauf einnehmen kann. Und auch ein Gerät, wo man wirklich auf der Rennstrecke viel Spaß haben kann.
Also da ist die Basis schon sehr, sehr hochwertig und es gibt auch ein weites Feld an Zubehör. Da gibt es Öl ins Fahrwerk, Auspuff etc., Rennverkleidung. Also da kann man sich wirklich austoben und das Ding dann, wenn man damit tatsächlich auf die Rennstrecke gehen möchte, als Nachwuchsracer, ja, hat man da schon einfach eine sehr gute Basis und wirklich viele Möglichkeiten auch mit Tuning und Zubehör, um hier zu individualisieren. Dann geht es zu unserem Platz 2 und hier haben wir wieder eine Kawasaki mit dabei, nämlich die Ninja 400. Und ja, da muss man sagen, die Ninja 400, das war ein knappes Rennen zwischen R3 und Ninja 400, aber die Ninja 400 vielleicht ein Ticken wieder alltagstauglicher, ein Ticken zugänglicher, auch was Geometrie, Ergonomie betrifft. Aber in jedem Fall ein ganz großartiges Bike, das ich auch sehr schätze wegen der leibenden Optik. Kawasaki hat es hier geschafft, das wirklich attraktiv zu designen, attraktiv auch zu bepreisen und ja, daher nicht nur für mich, sondern auch insgesamt in unserer Wertung eine absolute Anwärterin auf den Spitzenplatz und ein sehr, sehr verdienter zweiter Platz. Ja, und damit kommen wir zur Spitze, zur Speerspitze. Welche fehlt noch? Ihr ahnt es vielleicht, einmal fehlt noch KTM und zwar die KTM RC390. Und die RC390 ist wirklich ein gelungener Wurf von KTM. Also wann immer ich dieses Fahrzeug Probe gefahren bin, muss ich sagen, es hat mir echt getaugt. Die Geometrie drauf ist ein guter Kompromiss zwischen Alltagstauglichkeit und trotzdem aber ein schönes Gefühl fürs Vorderrad, einer sportlichen, nach vorne orientierten Sitzposition. Wirklich so ein bisschen der Sweet Spot. Und auch das Ding hat wirklich für die Nachwuchsracer einiges an Potenzial. Kann man live und auf Trackdays mal ausprobieren, auf engeren Rennstrecken, wie beispielsweise den Pannonia-Ring, sehe ich diese RC390 auch immer wieder im Fahrerlager auftauchen, dort und da. Und auch für junge Leute haben wir es geschafft, das Design sehr live und zu halten, dass die Ausstattung wirklich mega modern in dieser Kategorie mit allem, was das Herz begehrt. Und ja, daher mit großem Abstand, muss man sagen, in unserer Wertung ein sehr, sehr verdienter erster Platz und damit haben wir es jetzt auch geschafft, die erste Kategorie abzuhandeln. Ich hoffe, ihr seid nach wie vor motiviert, weiter unsere Ergebnisse zu hören. Wir stürzen uns jetzt nämlich gleich direkt auf die Supersportler bis 95 PS. Und da habe ich schon vorher erwähnt, das ist für mich so ein bisschen diese Alltagssportler-Kategorie. Und in dieser Alltagssportler-Kategorie werden uns jetzt ein paar Fahrzeuge wieder begegnen, die wir schon bei den Einsteiger drinnen hatten, aber wo unsere Redaktion trotzdem gesagt hat, wir wollen auch manche kleinere Kupertur, sprich diese 400er-Klasse, da drinnen haben, weil auch das in vielen Fällen sehr alltagstauglich einfach von den Herstellern ausgelegt wurde. Und darum werden euch, wie gesagt, wieder einige hier begegnen, die wir vorher schon hatten. Aber machen wir es nicht unnötig spannend, eine kleine Kategorie. Hier haben es insgesamt auch nur 9 Fahrzeuge reingeschafft. Und damit starten wir mit Platz 9 mit der CF Moto 300 SR. Ja, darüber habe ich jetzt vorher schon ein bisschen was erzählt über dieses Modell und darum würde ich jetzt direkt weiter verweisen auf den Platz 8, wieder eine CF Moto, nämlich die 450 SR. Und da ist ganz klar zu sehen, dass die Punktedifferenz in unserer Wertung auch relativ groß ausfällt. Die 450er, wie schon zuvor auch gesagt, sehr, sehr gut entwickelt, hat man viele neue Features eingebaut, viele Maßnahmen zur Modernisierung im Cockpit und so weiter getroffen. Also es ist natürlich ja, mit gutem Grund ein höherer Platz, den sie hier einnimmt im Vergleich zur kleinen 300er-Schwester. Und auch in Sachen Bepunktung merkt man hier schon den großen Abstand auch zwischen den zwei Modellen. Dann geht es weiter mit dem Platz 7. Und hier haben wir dabei die Kawasaki Ninja 400. Die 400er Ninja, wie erwähnt, ansprechende Geometrie, wirklich auch sehr, sehr alltagstauglich. Der 400er Motor geht geschmeidig ans Gas, liefert so gerade auch für das urbane Geschehen. Sag mal, wenn man sagt, man will keinen Roller fahren, aber sucht trotzdem ein schlankes, leichtes Fahrzeug, das natürlich sportlich was hermacht, dann liefert die eine wirklich gute Basis, um auch ja, in der Stadt einfach bei geiler Optik zügig voranzukommen und im Stau auch zwischen den Autos durchzuwieseln. Also kann dafür sehr gut herangezogen werden. Der Platz 6, der wird wieder ein bisschen sportlicher und da haben wir jetzt dann wieder die Yamaha R3, die uns hier in dieser Kategorie nochmal begegnet. Und da muss man sagen, ja, diese R3 hat halt diese Sportlergene, ist vielleicht ein Tick weniger alltagstauglich, aber hat auf der anderen Seite einfach mehr Potenzial für wirklich ernste Racing-Einsätze auf einer Supermotostrecke, auf einer kleinen Rennstrecke. Dort ist sie gut aufgehoben. Und ja, darum in dieser Kategorie hier in Sachen Sportlichkeit hat sie hier ein bisschen die Nase vorne und dementsprechend unser sechster Platz.
Mit dem fünften Platz gehen wir jetzt nicht nur in dem Ranking nach oben, sondern auch mit dem Hubraum. Da befindet sich nämlich die Ninja 650 von Kawasaki. Die Ninja 650 ist für mich eine absolute Top-Empfehlung. Wenn ihr sagt, ich möchte super sportliche Optik, ich möchte scharfe Linien, ich möchte ein knackiges, sportliches, scharf gezeichnetes, ansprechendes Design haben, aber ich möchte eigentlich komfortabel drauf sitzen, weil ich es durch die Stadt bewege, auf der Landstraße bewege und ich das Bike hauptsächlich wegen der Optik kaufe. Ja, genau dann ist die Ninja 650 meine Empfehlung für euch, mein Geheimtipp, weil das Fahrzeug einfach durch super gutmütige Fahreigenschaften glänzt, durch eine super entspannte Sitzposition überzeugen kann, aber die Optik, die macht einfach auf Racing, ja, und die macht was her. Und genau das ist irgendwie so das, was sie auszeichnet und warum ich dieses Fahrzeug gerne Einsteigern empfehle, die sagen, ich hätte zwar gern diese Supersportler-Eigenschaft und diese Supersportler-Optik und mir taugt das, aber eigentlich ist es mir dann zu anspruchsvoll von der Sitzposition. Ja, genau dann kommt immer die Ninja 650 als meine Empfehlung. Der Motor ist gutmütig, das Ansprechverhalten ist gutmütig, der Sound ist schön dumpf, der 650er Zweizylinder von Cover, der klingt wirklich nett und von daher, ja, live on the spec, kann man nicht anders sagen. Weiter geht's mit unserem Platz 4 und da haben wir jetzt dann die KTM RC390, die uns nochmal begegnet. Und warum ist die jetzt dann in dieser 600er Kategorie, warum kann die da mitmischen? Weil einfach auch die Ausstattung mitmischen kann. Einerseits, wie schon zuvor erwähnt, hat sie einen sehr guten Kompromiss, den sie schafft zwischen sportlicher Sitzposition, die wirklich ein schönes Gespür für die Front vermittelt, aber trotzdem genug Restkomfort, dass das auch im Alltag schön zu bewegen ist, dieses Fahrzeug. Und diese Ausstattung, um es nochmals aufzugreifen, das Cockpit, aber auch die elektronischen Helferlein, die da an Bord sind, ja, die können einfach in dieser oberen Hubraumkategorie durchaus mitmischen. Und von daher knabbert sie, ja, sogar im Podest, muss man sagen, mit ihrem vierten Platz, aber das aus meiner Sicht sehr verdient. Der dritte Platz und somit das erste Stockerl, wie man so schön sagt, geht wieder an Kawasaki. Und da jetzt ein Modell, wo ich sage, Bistefa, das ist so cool, dass Kawasaki das einfach macht, dass sie sich das trauen, dass sie es auch homologiert bekommen haben. Ich rede von der ZX4R, beziehungsweise von der ZX4RR, da gibt es zwei Modelle. Ein 400er rein Vierzylinder, der bis ins Nirvana hochdreht, und für diese Hubraumkategorie natürlich auch wirklich viel Leistung ans Hinterrad schaufelt, mit dem Ramier-Effekt, spricht Kawasaki von rund 80 PS, die da möglich sein sollen. Und bereits jetzt, wo man das Fahrzeug vorgestellt hat, weiß man schon, dass es viel Interesse rund um einen Ninja 400, um einen ZX4R Cup gibt, wenn man so will, dass da die Zubehörhersteller wahrscheinlich auch schon in den Startlöchern scharren und sagen, okay, das ist prädestiniert, als Rennsportbasis, um da wirklich mehr zu machen, um auf kleinen Rennstrecken viel Spaß damit zu haben. Und ja, auch der erste Test jetzt, mein Kollege Horvath ist sie gefahren, was ich da gehört habe. Ja, ganz großes Kino und der Motor natürlich, der wirklich da bis 16.000 oder über 16.000 Umdrehungen hochdreht. Das ist natürlich ein echtes Sahnestück und das feiere ich ganz, ganz stark, dass Cover hier diesen Schritt gemacht hat und das sich getraut hat, auf den europäischen Markt zu bringen. Großes Kino, mit dem werde ich auch noch hoffentlich sehr viel Spaß haben mit diesem Gerät in der Saison 2024, also nächstes Jahr, wenn das Wetter wieder gut ist, werden wir die sicherlich auch bei unseren Track Days häufig bewegen und da freue ich mich sehr drauf. Den zweiten Platz, die Honda CBR 650R, natürlich, es geht um den Supersportler, den habe ich diese Saison sehr ausführlich auf der Rennstrecke bewegt. Und da muss ich sagen, ein Parade-Vierzylinder, klassische alte japanische Schule, ein Aggregat, das schnurrt, das wie von dem Lineal gezogen die Leistung nach oben entwickelt, eine schöne Drehzahlreserve bietet, sahniges Ansprechverhalten liefert im Gasgriff. Ja, und ein Fahrzeug, das auch oft unterschätzt wird, weil sie ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, das muss man an dieser Stelle sagen. Sie ist auch nicht mehr die leichteste, sie hat wenig Superlative zu bieten, vielleicht kann man es so abkürzen, aber sie fährt sich nach wie vor sagenhaft. Sie vermittelt ein wirklich schönes Feeling für die Frontpartie, eine gute Transparenz fürs Vorderrad, wenn man es wirklich sportlich krachen lässt. Der Motor lässt einen nie im Stich. Und der Motor hat aber auch einen gewissen Langstreckenkomfort. Also den Vierzylinder im sechsten Gang kann man den natürlich super dahin gleiten auf der Landstraße, auch über Landetappen auf der Autobahn etc. Das macht sie alles mit und diese Sitz,
Geometrie ist aber dabei nie unangenehm. Und das ist auch was mir zugute halten muss und warum sie für mich so ein bisschen dieser Hidden Champion in dieser Alltagssportler-Kategorie ist. Ähnlich wie bei der Ninja 650 von Kawasaki, aber vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, hat man da einen schönen Restkomfort. Also es ist einfach so, dass das Fahrwerk straff präzise ist, aber niemals unkomfortabel. Die Sitzposition zwar ja vorderradorientiert, passend zur scharfen Optik, aber trotzdem mit einem guten Mittelmaß, sodass sich da noch ein gewisser Komfort eben einstellt. Ganz, ganz großes Highlight für mich immer die Honda CBR 650R zu bewegen, weil es ein Underdog ist. Ja? Also ein hoch unterschätztes Motorrad. Ich habe trotzdem alle Features an Bord, die ich brauche. Ein ABS, eine Traktionskontrolle, ein nettes Display vorne drinnen. Klar, das ist alles nicht der letzte Stand der Technik und vielleicht auch in Sachen Design nicht der letzte Schrei. Aber es ist zeitlos, es ist gut gemacht, geil verarbeitet und es funktioniert einfach. Und diese Honda CBR 650R, wie gesagt, da breche ich echt die Lanze dafür. Ja, und somit fehlt uns in dieser Supersportler-Kategorie bis 95 PS nur noch ein Modell, nämlich unser erster Platz, unsere ja, top bewertete Favoritin, wenn man so möchte, und das ist die Yamaha R7. Die Yamaha R7, ein Fahrzeug, das auch, muss man sagen, wirklich sportlich zur Sache geht, wo ich schon eine ja, sehr racing-orientierte Geometrie drauf habe, das Ganze aber mit einem gutmütigen Motor. Dieser CP2 von Yamaha, den kennt man aus wirklich vielen Modellen mittlerweile. Das funktioniert von der Reise-Enduro über das sportliche Naked-Bike bis hin eben zur Supersportlerin Yamaha R7. Wirklich erstaunlich gut, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber wer es ausprobiert hat, der wird dann auch überzeugt sein. Ein Aggregat, das vielleicht jetzt nicht durch unendliche Drehzahlreserven oder durch Power glänzt, die ganz weit oben kommt. Nein, das glänzt einfach durch die Fahrbarkeit, durch das Drehmoment und durch das schöne Ansprechverhalten. Und da muss man sagen, ja, auch dieser CP2-Motor in der R7, großes Kino mit drinnen und natürlich durch diese grundsätzlich sehr sportliche Auslegung des Fahrzeugs auch die R7 eine gute Basis, um es weiter zu tunen, um es weiter zu individualisieren für Rennstreckeneinsätze. Auch da muss man sagen, gibt es sehr viel Zubehör am Markt. Öhlins hat leibende Fahrwerkskomponenten dafür. Es gibt Verkleidungskits, es gibt Ergonomie, Anbauteile, Fußrasten, Stummel etc. Wirklich viele Hersteller am Markt, die da was im Sortiment haben. Und ja, ich glaube, dass auch die für wirklich engagiertes Racing, also wenn man jetzt weggeht von diesem Alltagsgedanken, also eher ein bisschen hin zu dem Racing-Gedanken wieder, dass sie da ja schon eine wirklich gute Basis bietet, muss man so sagen. Und das haben nicht nur ich, sondern auch andere Redakteure so gesehen und dementsprechend hier mit kleinem Vorsprung vor der Honda unser Platz 1 in der Kategorie bis 95 PS. Ja Leute, und damit ist die Spannung natürlich fast schon greifbar, das Knistern in der Luft. Es geht um die High-Performance-Supersportler. Unsere dritte und letzte Kategorie, die absolute Speerspitze, die Technologieträger, die Traumgeräte, das Zeug, das die Basis darstellt für Renneinsätze in der Superbike-WM. Ja, genau um diese Modelle kümmern wir uns jetzt und da stürzen wir uns gleich direkt rein mit einem Platz 10. Und auf diesem Platz 10, ihr würdet es vermuten, da sind vielleicht jetzt nur vierzylindrige Vertreter sozusagen gelistet. Nein, auf diesem Platz 10 haben wir die Ducati Panigale V2. Auch ein Fahrzeug, das aus meiner Sicht ein bisschen unterschätzt wird. Der V2 ist bewährt. Der V2 ist seit vielen Jahren im Sortiment bei Ducati. Und in dieser Panigale V2 ist das echt super fahrbar. Also wenn jemand die Optik von einem aktuellen Top-End-Gerät möchte, aber trotzdem sagt, die vollen 200 PS, da blase ich vielleicht nicht. Ja, die sind mir zu anspruchsvoll, das ist zu viel Power, das kann ich nicht handeln, das will ich nicht handeln, das ist mir zu viel, auch vielleicht der Reifenverschleiß ist dann zu viel und so weiter. Ja, für den ist die Panigale V2 mit ihren 150 oder 155 PS, die sie hat, wirklich eine Top-Empfehlung. Man hat hier bewährte Komponenten mit drinnen, wo man auch weiß, dass das im Rennsport-Einsatz relativ gut haltbar ist. Und natürlich kombiniert mit aktueller Technik, ABS, Traktionskontrolle, beides natürlich schräglagenabhängig. Ducati-typisch habe ich wirklich breite Einstellbereiche in der Elektronik, was Regelungsverhalten betrifft. Also das eine echt leibende Basis, muss man sagen, für Einstrecke auf der Rennstrecke, für Einsätze auf der Rennstrecke, aber natürlich auch für Einsätze auf der Landstraße. Sie ist nicht ganz so radikal. Sie ist ein bisschen zugänglicher als die V4-Geräte, hat auch einen Ticken, eine entspanntere Geometrie, eine entspanntere Sitzposition und deswegen auch nochmal eine Empfehlung für großgewachsene Personen. Also da muss man sagen, ein Modell, das viel zu bieten hat, viel Charme hat,
Probiert es mal aus, geht es zum Ducati-Händler, fahrt es Probe. Mir ist sie persönlich sehr ans Herz gefahren und wir hatten ja dieses Jahr auch das Ducati Panigale V2 Tune-Up-Projekt zusammen mit Martin Bauer, das wir hier betreut haben. Und wenn man es dann ausreizt, dann kann man natürlich auch in Sachen Rennsport da viel Potenzial noch rausholen. Und ja, jetzt habe ich zu diesem Platz 10 schon so viel geplaudert. Und damit wir da die Sendezeit nicht sprengen, hätte ich jetzt aber gesagt, wir stürzen uns eine Platzierung nach vorne und da geht es weiter mit einer Ducati. Nämlich auf Platz 9 die Ducati Panigale V4R. Und jetzt sagt vielleicht der erste Zuseher bei euch, oder er denkt sich's, warum kann es sein, dass die Panigale V4R nur auf Platz 9 ist? Das ist die Speerspitze, der Technologieträger, das Bike, das auch in der Superbike-WM ganz vorne mitmischt. Ja, man muss sagen, Ducati hat halt in dieser Supersport-Liga viele Vertreter. Und natürlich haben jetzt manche Redakteure, die hier stimmberechtigt waren, die Stimme für die normale Panigale V4 abgegeben, manche für die Panigale V4S, einer vielleicht dann auch noch für die Panigale V4 SP2 und dann gibt es noch die R und die V2 und dementsprechend haben sich die Stimmen, die von unseren Redakteuren abgegeben wurden, da sehr stark aufgedröselt. Ja? Und so kommt es eben zustande, dass dieses Jahr diese Panigale V4R nur unter Anführungsstrichen den 9. Platz belegt, aber natürlich darf man nicht vergessen, ein echtes Flaggschiffmodell, sehr teuer, muss man sagen, sehr teuer, aber auch wirklich ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt. Unfassbare Leistung, unfassbare Performance, Drehzahlreserve, die Machart mit diesem Aluminiumtank, Carbonteile und so weiter, also wirklich. Wirklich ein High-End-Modell, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil sie so teuer ist und sich da so ein bisschen exotisch positioniert, ja, auch nur relativ weit hinten in unserer Wertung zu finden. Wie seht ihr das? Schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Müssen wir in unserem Wertungsprinzip für nächstes Jahr auch was verbessern? Kritik an dieser Stelle nicht nur geduldet, sondern erwünscht, wie man so schön sagt. Also lasst es gerne wissen. Ich mache einstweilen weiter mit dem Platz 8 und da geht diese Position wieder an Kawasaki, nämlich an die Ninja ZX-10R. Ein Modell, das immer wieder kleine Updates erfahren hat, aber wo die Basis doch, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, einige Jahre schon vorhanden ist, vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, möchte man munkeln. Nicht mehr ganz Top-End, kann vorne auch bei den Tests zum Vergleichen, die wir gemacht haben, nicht immer ganz mehr mitmischen, aber trotzdem ein bewährtes Produkt, wo man weiß, dass sie über jeden Zweifel erhaben, diese Technik. Kawasaki natürlich auch in der Langstrecken-WM, in der Superbike-WM, sportlich total engagiert, gut mit dabei. Aber die Konkurrenz ist einfach hier in diesem Segment schon so stark und so ja, ungnädig, dass man sagt, ja, selbst mit einem guten Produkt, wie es die ZX-10R bestimmt ist von Kawasaki, ja, reicht es halt nur mehr für einen 8. Platz. Aber so ist es. Auf Platz 7 geht es wieder weiter mit einer Ducati und da haben wir jetzt dann die Panigale V4S angesiedelt. Also an dieser Stelle auch dazu zu sagen, die Ducati Panigale V4S, die bestplatzierte Ducati, nur auf Platz 7, aber ich habe es vorhin schon erläutert, woran das vermutlich gelegen hat. Und jetzt muss ich aber nochmal die Lanze brechen, auch für die V4S. Das wäre, glaube ich, so diese Ducati im Supersportsegment, die ich mir kaufen würde. Bietet für mich in Sachen Preis-Leistung den Sweet Spot, also deutlich günstiger als die V4R, aber wirklich super ausgestattet, das elektronische Öl ins Fahrwerk, ganz großes Kino, wie das fährt, die Stabilität, die dieses Bike drinnen hat und auch für großgewachsene Piloten, echte Empfehlung, da hat man ja, gute Ergonomie drauf, glaube ich, neben der BMW für große Fahrer echt eine Top-Empfehlung und sie hat auch ähnlich wie die BMW ein sehr stabiles Fahrverhalten. Das heißt, ich habe da eine schöne Präzision drinnen. Ich kann das wahnsinnig präzise am Kurveneingang platzieren, das Fahrzeug. Ich habe perfekte Ausstattung, Bremse, Motor, Elektronik, alles vom Allerfeinsten. Und ja, da muss man sagen, ein Top-End-Gerät auf Platz 7 hier von Ducati. Ja, vorher habe ich sie schon angesprochen, jetzt den Platz 6, die BMW S1000 RR. Für mich so das Fahrzeug, das für die Landstraße eigentlich noch
meiner Meinung nach die beste Eignung mitbringt. Also wirklich eine gute Geometrie, Ergonomie als Großgewachsener, aber auch generell, wenn man sagt, man möchte nicht so leiden, ja, und man ist vielleicht ein bisschen bereit, auf ein paar Prozent Vorderradfeeling, auf ein paar Prozent dieses extrem scharfen, nach vorne orientierten zu verzichten, dann die BMW, eine echte Top-Empfehlung. Und die BMW natürlich auch ein Motorrad, das vom Motor her extrem glänzt, mit dieser variablen Nockenwelle, mit dieser variablen Steuerung, schafft man es einfach echt von unten raus, von der Mitte heraus, wirklich schönen Druck anliegen zu haben. Und das Ganze zieht natürlich sich bis oben hin durch mit den scharfen Steuerzeiten, dann legt sie ordentlich nach. Und ja, das ist einfach ein Fahrzeug, das mich immer wieder begeistert. Sie hat auch ein paar kleine Mankos, die Vibrationen zum Beispiel in den Lenkerenden und in den Fußrasten, die weiß man, damit kämpft BMW einfach ein wenig. Da hat man versucht, Gewicht einzusparen, hat diese Ausgleichswellen weggelassen. Daraus resultiert ein bisschen dieses Vibrationsniveau. Aber ansonsten, die Ausstattung, die Ergonomie, die Technik, das Display, wenn man es anschaut, echt ganz große Klasse. Und ja, die BMW somit ein wirklich verdienter sechster Platz. Wenn es interessiert, ihr könnt auch, euch gerne noch das Tuner-Projekt anschauen. BMW hatten wir mit Martin Bauer gemeinsam aufgerüstet, haben wir getunt, gibt es auf unserem Kanal nachzusehen. Ja, gehen wir nach vorne zu unserem Platz 5, die Yamaha R1. Ähnlich wie die BMW, muss ich sagen, eignet sich dieser Motor der R1 auch noch relativ gut fürs Landstraßensurfen, hat eine sahnige, saftige, kräftige Mitte, geht schön ans Gas, hat wirklich viel Emotion. Dieser CP4-Motor auch mit diesem Hubzapfenversatz klingt sehr charakteristisch. Wirklich ein toller Antrieb. Ein bisschen schwerer tue ich mir dann wiederum mit der Ergonomie. Die R1 schon sehr stark nach vorne orientiert, schon eher radikal, was die Sitzposition betrifft. Daraus resultiert natürlich wieder eine sehr gute Eignung als Basis für Rennstreckenumbauten. Auch Zubehör gibt es irrsinnig viel am Markt für die R1. Ein bisschen Tuning ist dort und da auch notwendig, wenn man es engagiert auf der Rennstrecke bewegen möchte. Ich erinnere mich da zuletzt an den Red Bull Ring zum Beispiel, wo ich sie gefahren bin. Da lässt nach ein paar Runden die Bremsperformance doch ein bisschen nach. Also da merkt man einfach, ja, wenn es richtig scharf zur Sache geht, ist sie auch in die Jahre gekommen. Mal schauen, vielleicht, ich würde es mir wünschen, dass Yamaha noch nachlegt und da vielleicht die R1 auch nochmal ein bisschen erneuert. Aber für alle, die es ja, sozusagen eine Nummer schärfer wollen bei Yamaha, die der Marke treu bleiben wollen, für die haben wir jetzt auf Platz 4 die R1M. Ja, die hat natürlich ein bisschen mehr Lametta auch drumherum, schickes Carbon in der Verkleidung, knackige, leibende Optik. Das hat natürlich einen Reiz, hat aber auch natürlich auch einen anderen Preis, das Ding. Also klar, muss man ein paar Tausender mehr in die Waagschale werfen, aber dann kann man alles, was die R1 schon auszeichnet, mit der R1M nochmal einen Ticken besser sozusagen genießen. Sie natürlich auch mit dem elektronischen Öhlins-Fahrwerk ausgestattet, spielt alle Stücke, ganz, ganz großes Kino. Also diese elektronische Öhlins-Komponente, die muss man einfach loben, die funktioniert in vielen Fahrzeugen einfach wirklich gut. Und ja, da die R1M sozusagen ja knapp unter Podest, aber trotzdem ein Fahrzeug, wo auch in der 1000 PS Community, also vor allem die hier abgestimmt haben, unsere Community, die Redakteure, die meine ich, ja, eine Top-Anwärterin hier. Aber eben gehen wir Richtung Podest, einen Schritt nach vorne, eine Stufe weiter rauf und da begegnet uns jetzt die Honda Fireblade SP. Ja, das ist genau das Modell mit diesen RR-R, mit den drei R im Namen. Das Schärfste, was Honda hier sozusagen zu bieten hat. Und da muss man sagen, ja, das ist zwar auf der Landstraße nicht mehr so wirklich prickelnd, von unten raus fehlt die Leistung, aber alles, was ums Racing geht, um Rennstreckenfahren, um engagiertes, sportliches Motorradfahren, da muss man sagen, ist das einfach eine Wucht. Der Antrieb von Honda, der läuft nicht nur wie eine Nähmaschine, seidenweich, sahnig, perfektes Ansprechverhalten, nein, das dreht auch wirklich extrem weit nach oben und dort oben wird man dann belohnt, auch mit unfassbarer Leistung, also auf den Geraden, wenn du da im Duell bist auf der Rennstrecke, wo ich sie zuletzt auch bewegt habe, beispielsweise im Pannoniering, ja, es ist einfach gnadenlos, wie das schiebt und das ist schon ein tolles Erlebnis. Also das ist echt großes Kino, hier so eine Fireblade mal auf der Rennstrecke auszuwinden. Und dann drumherum hat sich Honda natürlich auch bemüht, die elektronischen Helferlein extrem fein einstellbar. Wirklich eine gute Serienelektronik, die mir ein breites Spektrum an Individualisierungsmöglichkeiten ermöglicht. Und wie schon gesagt, Defizite sicherlich auf der Landstraße, auch die Geometrie, die Ergonomie, sehr radikal, sehr stark nach vorne orientiert.
auch sehr stabil. Das heißt, auf der Landstraße muss man sich richtig bemühen, das Ding auch schnell durch Wechselkurven zu bewegen. Aber all diese Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, die machen Sie gerade auf der Rennstrecke dann wieder zu einer Top-Empfehlung, zu einer wirklichen leibenden Basis für Umbauten auch. Neste Nils hat hier das Tuner-Projekt seit einigen Jahren bei sich zu Hause stehen. Auch da gibt es Videocontent, also gerne bei anderen 1000 PS-Videos dann noch nachschauen für alle, die es um diese Fireblade, die da noch Interesse haben. Platz 2 und somit knapp den Sieg verfehlt, könnte man jetzt sagen, die Aprilia RSV4 1100 Factory. Ja, Aprilia hat ähnlich wie auch andere Hersteller hier verschiedene Abstufungen. Die RSV4 1100 Factory, in der Factory-Variante, der Name ist Programm, natürlich kann man sich schon denken, edle Komponenten mit drinnen, auch da elektronisches Öl ins Fahrwerk, Top-Ausstattung mit drinnen, wirklich auch bei Aprilia lobenswert, die fein einstellbare Elektronik, taugt man sehr. Die Sitzposition, wenn man da vielleicht kurz drauf eingehen, bei der Aprilia auch schon sehr, sehr sportlich, eher kompakt konstruiert, hat man als Großgewachsener vielleicht ein bisschen Probleme, sich darauf zurechtzufinden, gleich auf Anhieb, aber der V4-Motor, der ist eine Wucht, der versprüht Rennsport pur, das ist so von der Soundkulisse für mich immer das, was am nächsten dran ist an der MotoGP und was für mich am meisten von dieser Racing-DNA einfach versprüht. Die Aprilia glänzt auch durch ein wahnsinnig glasklar transparentes Vorderradgefühl, einen guten Kompromiss auch zwischen Agilität und Stabilität und nicht ohne Grund auch die wirklich eine gern gesehene Basis bei Trackdays im Fahrerlager, wo die Leute sagen, ja, das kaufe ich mir, da baue ich noch ein bisschen was um, da habe ich noch ein paar kleine Schritte, aber in der Basis ist die wirklich gut und solide ausgelegt und auch die Serienelektronik macht hier wirklich viel mit. Und ja, das haben unsere Redakteure so gesehen und dementsprechend hier ein sehr, sehr verdienter zweiter Platz. Für den Sieg hat es nicht ganz gereicht, auf den steigen wir jetzt ein. Der Sieg geht in der Kategorie High Performance Supersportler an die BMW M1000 RR. Und das muss man sagen, wenn man sich die Punktetabelle jetzt anschaut, mit einem wirklich großen Abstand. Also die M1000 RR hat es geschafft, nicht nur uns zu begeistern, die 1000 PS-Redakteure, sondern auch euch. Also wenn man sich die Videos anschaut, dann merkt man hier schon wirklich viel Euphorie. Und BMW hat diese M1000 RR aber auch sehr, sehr radikal umgestaltet. Das beginnt mit der Optik. Also wenn man sie anschaut, merkt man auch ganz klar den Unterschied zu S. Große Aerodynamikflächen aus Carbon, diese Winglets, auch diese innovative Vorderradabdeckung. Also da hat man bei BMW wirklich radikal an den Stellschrauben gedreht, um hier noch ein bisschen was rauszukitzeln an Effizienz und auch mit diesem Styling, wie gesagt, outstanding. In jedem Fall outstanding und outstanding aber auch mit der Motorleistung. Also sie haben hier es noch geschafft, durch Erhöhung der Drehzahl, durch andere Komponenten im Motor, feinere Materialien im Motor, bessere Oberflächenqualitäten, diese Drehzahlreserve zu erhöhen und dementsprechend geht auch die Leistung nach oben. Und da muss man schon sagen, ganz, ganz großes Kino. Und ich habe auch mit vielen Leuten schon gesprochen, die sie gefahren sind. Die haben gesagt, dann auch das Vibrationsniveau ist ein bisschen weniger. Also das heißt, ich schätze mal, durch Feinwuchten der Komponenten und so hat man es da geschafft, dem Fahrzeug nicht nur noch mehr Performance rauszukitzeln, sondern auch ein bisschen diese Laufkultur auf der anderen Seite zu erhöhen. Und ich habe immer größten Respekt vor solchen technischen Meisterleistungen und als solche, glaube ich, darf man sie mit Fug und Recht bezeichnen, die M1000 RR. Und auch jetzt, wenn man einen Blick in die Rennsporttabellen wirft, in die Superbike-WM wirft, merkt man, okay, BMW gelingt es auf Basis von diesem Modell auch wirklich jetzt gut mitzumischen. Und das ist natürlich schön zu sehen und auch in heimischen Rennsportklassen, wie beispielsweise der IDM, die hier in unseren Breiten abgehalten wird, sieht man auch hier die M1000 RR immer wieder ganz vorne mit dabei und das macht sie zu unserem Platz 1. Und damit, Leute, haben wir es jetzt geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch bei Laune halten. Es wurde natürlich jetzt ein bisschen lang, das Video. Kameramann Cookie hat mir gesagt, über 30 Minuten erzähle ich da schon. Aber wie gesagt, eine emotionale Kategorie, diese Supersportler, immer noch die Speerspitze, die Technologieträger, die Sahnestücke, das auch, was nach wie vor auf den Postern natürlich extrem geil ausschaut, wenn man es irgendwo in der Werkstatt, im Kinderzimmer, wo auch immer aufhängt. Und ja, Leute, lasst mir es gerne wissen. Wie seht ihr das Thema Supersportler? Bleiben sie uns noch lange erhalten? Man weiß es nicht. Ja, ich hoffe es in jedem Fall. Ich würde es mir wünschen und lasst mich auch gerne wissen, wie euch unsere Top Awards gefallen haben insgesamt. Seid ihr mit unserem Ranking d'accord? Habt ihr Einwände? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten freue ich mich gerne über einen Daumen hoch von euch.
über eine gute Bewertung unseres Videos. Und mit diesen Worten, ja, jetzt die besten Grüße hier aus Wiener Neustadt zu euch nach Hause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.